Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategy Command 1942 Szenario. Rückrunde gegen Dudeman. Und ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt hatte, dass wir das im Staffelprinzip spielen. Also in einer Woche kommen nach bisheriger Planung 5 Folgen, dann eine Woche Pause, danach geht's weiter. Wo man dann also auch als Zuschauer Kommentare und so. Warte, wo ich mal in die Videos Reaktionen von Zuschauern einbauen kann und dergleichen. Wir sehen erstmal, wie sie hier versuchen, uns zu kesseln, und unsere Leute müssen irgendwie diese eine Stadt erreichen, wo jetzt schon ein feindlicher Panzer vorstand. Voronezh fällt derweil. Und dann ganz schön großen Kessel schließen, und wir müssen dann auch irgendwie rauskommen. Wenigstens der Großteil der Einheiten. Und wahrscheinlich nicht jeden Mal. Einfach noch an. Okay, an Malta. Hey, sie haben das U-Boot gesehen, wie schön. Die Luftwaffe konnte gerade nicht intervenieren bei den Briten. Ich weiß nicht, ob die Reichweite gereicht hätte, aber auf jeden Fall war da Sandsturm. Gut, wir müssen jetzt zusehen, möglichst viele sowjetische Einheiten da noch rauszukriegen. Ja, einiges an Verlusten. Hier und da. Da steht was, da steht was. Okay, die U-Boot-Positionen sind dann schon mal interessanter. Da sonst wo eine Garnison ist, was soll's. Fangen wir erstmal bei den Briten an. Da sind Garnisonen, passen auf die Eisenbahn auf, drücken irgendwie die Häfen oder so, das passt schon alles. Die Armee kommt nach vorne. Ach, Moment natürlich, hier. Ist noch die Punkte raus, und ich glaube, bei den Briten war es U-Boot-Jagd, also ein aus. Jetzt stimmt unsere Punktzahl. Die USA war Produktionstechnologie. Wir hatten ja noch vom letzten Mal zu viele Punkte über, aber jetzt sind die Zahlen angeglichen. So, es ist interessant, dass hier offensichtlich also wenig los ist, aber ich habe noch nicht so viel Interesse hier, die befestigten Positionen zu verlassen. Wir können uns erstmal entspannt verstärken, beziehungsweise auch bei den Briten die Forschung erstmal hochziehen. Dann sehen, wie viel Geld noch über ist. Haben wir mit den Briten? Hier sieht es eigentlich alles ganz gut aus. Eigentlich will den strategischen Bomber hier hinten haben. Hat ja deutlich weniger Orte, die man in Zweifel angehen muss. Ja, wenn wir dann ein bisschen weiter forschen, weiter verstärken. Spionage und Aufklärung. Ich meine, ihr habt schon Stufe 2. Wäre nett, wenn ihr das durchhaut. Aber andererseits, sowas grundsätzlich wie den weiterentwickelten Panzer brauchen wir auf jeden Fall. Da sind die britischen Punkte schon wieder futsch. Naja, oder so gut wie futsch. Jetzt mal gucken. Okay, sie haben sich hinter dem Ort aufgebaut. Oh, nee. Ich würde sagen, wir konsolidieren hier erstmal ein bisschen alles. Und dann geht es irgendwann vorwärts. Malta. Wir können ihn auch nicht voll verstärken. Klingt so, als ob man mit der Flotte daran gehen müsste, um es zu retten. Aber wir können wohl davon ausgehen, dass hier alles voll ist mit Feindschiffen und U-Booten auf dem Weg und solchen Scherzen. Also wenn wir den verschicken sollten, dann am besten über diese Sprungpunkte, dass man quasi einmal um Afrika rumfährt. Das ist auch die Frage, wir haben hier ein U-Boot.
und sie vielleicht auf der sowjetischen Linie zuschlagen würden. Na gut, aber ich würde sagen, wir... Rotes Meer ist sogar nur eine Runde. Wir schicken auf jeden Fall ein paar Schiffchen los. Wir was da haben, wenn es in Malta ernster wird. Jetzt natürlich nicht mehr rein. Auch irgendwas zu U-Boot-Yard. Na gut, sonst. Ihr haltet einfach eure Position, das passt schon. Da müssen wir ein bisschen gucken. Und ja, sonst. Also du musst ja noch nicht wahnsinnig viel weit vorrücken. Es muss nur im nächsten Zug reichen, das zu erreichen, dahin zu kommen. Die Frage, die US-Flotte, ich meine, die könnten ja auch ein bisschen da helfen. Warum nicht? Ja, ich schicke da auch mal ein paar. Hier zum Rotmeer dauert natürlich ein Ticken länger, aber dann hätten wir da was für Marineoperationen. Wenn noch ein bisschen fehlt, sind dann Zerstörer. Dann wird ja wohl mit ein paar U-Booten rechnen müssen. Die 5, die 2, da noch eins. Das passt schon. Man hat auch sehen, wenn wir hier draußen agieren, haben wir keine Luftunterstützung. Frage ist halt auch, was der Gegner dann eigentlich in der Nähe hat. Aber wir haben dann auf jeden Fall ein paar Schiffe da, mit denen man agieren könnte. Ich würde sagen, der Rest, ich glaube jetzt nicht, dass hier wirklich einer ist. Aber der Rest sammelt sich hier so allmählich. Hier und da uns zumindest schon mal umgucken können. Warte, die. So, die haben noch gar nicht alle Upgrades drauf und die haben kein Geld mehr. So, in dem Fall warten wir natürlich schon noch in den Häfen, bis man wenigstens das Upgrade, das wir schon geforscht haben, drauf hat. Tja, die können wir jetzt auch nicht mehr verlegen, denke ich mal. Kannst du einfach so ein paar Aufklärungsflüge machen. Auch. Wenn, ja, vermutlich niemand entdeckt wird. USA. Wir haben zweifelsohne ein paar Einheiten. Die Frage, wir könnten natürlich die US-Armee im nächsten Zug ins Rote Meer schieben. Jetzt ist das gerade alles schon voll. Und hiermit anlanden und uns den ganzen Weg durch Nordafrika durchkämpfen. Wäre natürlich, also spätestens mit den US-Truppen müssten wir locker genügend Einheiten dafür haben. Frage, bringt es das? Oder sollte man die erstmal in Ruhe lassen und forschen? Also was man... Oh, die sehe, wir müssen bei den ganzen britischen Truppen hier auch noch die Infanteriewaffen 2 ausgeben. Also die Briten werden echt hier noch ein paar Runden einfach nur so rumstehen, wenn man alles verstärkt und geupgradet hat. Müssen wir bei den US-Einheiten jetzt auch so schnell wie möglich... Eigentlich würde ich bei denen auch gerne die Industrie erhöhen. Und damit sind wir pleite. Oder so gut wie, also... Ob es noch Mobilität kriegt, ich weiß nicht. Gut, dann halten sich die USA auch erstmal zurück. Hier noch ein paar Zerstörer. Auch nicht viel machen können. Na gut, ihr könnt euch hier ein bisschen das Ganze an. Uns mal hier zurück, dass wir hier bei Großbritannien irgendwie auch ein paar Schiffe haben. Wir müssen dann halt gucken, wo genau die Deutschen dann irgendwann zuschlagen, ob sie zuschlagen. Aber wir wissen ja nun schon auch ganz sicher, dass hier draußen auf jeden Fall ein U-Boot ist. Oder ist er vielleicht in Narvik, hat er da gestartet und soll langsam zurück oder so? Wissen es nicht. Und die haben gerade nur einen Zerstörer in der Gegend. Ja, die Linie in der Nähe ist zumindest noch sauber. Ja, so viel dann zu unseren Westalliierten. Kommen wir zur Sowjetunion. Hat er sogar einen Chor gebracht. Und die haben Versorgung 0 am Rande.
Ja, dann gehen wir ein Stück zurück. Hauptsache, wir halten ihn ein bisschen auf. Das mit den Garnisonen hier draußen passt schon. So, hier wird jetzt leider die Versorgung geblockt. Von dem U-Boot da vorne. Dadurch sind die Häfen raus. Und das Eisenbahngeschütz feuert in die Gegend an sich. Das Schiff hier wird sowas von sowieso versenkt, egal was wir tun. Kann es auch da irgendwas machen, tja. Und die jetzt halt nicht mehr voll verstärken, weil die Versorgung dafür fehlt. Ja, Okay, wir haben 800 Punkte. Meinetwegen können wir sowas machen wie hier schon mal voll verstärken, dass im Zweifel Volkruhe gehalten wird. Nicht sogar rausgehen und das Akku angehen, aber wir haben kaum Versorgung und Kampfkraft. Es würde wahrscheinlich nicht wirklich funktionieren, also haltet einfach die Gegend. Okay, wir fangen vielleicht mal beim wichtigsten Punkt an in der Sowjetunion hier drüben. Ist jetzt natürlich abgeschnitten von der Eisenbahn der Ort, deswegen teilt der kaum noch Versorgung aus und unsere Leute kommen da nicht weg. Sieht so aus, als ob die hier einen hübschen Kessel schließen. Das ist eine feindliche Armee. Hab mich schon gewundert, dass nichts angezeigt wird. Aber womöglich tatsächlich die Kraft, dagegen vorzugehen. Also es ist ja davon auszugehen, dass die feindlichen Einheiten einen guten Teil hier entlang laufen werden. Kannst du mit den ganzen Truppen hier nicht mehr viel Aussicht rauszukommen? Aber dann nerven wir halt zum Teil, wo es noch geht. Okay, da halt noch so nah dran am Ort, wie es geht. Da habt ihr zumindest minimal Versorgungswerte. Ja, wir können nicht mehr viel tun. Ich hätte ja mal lose drüber nachgedacht, ein Hauptquartier reinzubringen. Aber wenn das jetzt da gestanden hätte statt den Chor, das wäre von den Panzern niedergeschossen worden. Deswegen, ich denke, das passt schon so. Du kriegst Upgrades, also Infanterie 1. Mal zur Erklärung, es ist nur Infanterie 1 erlaubt, damit wir möglichst die gleichen Bedingungen wie in der Hinrunde haben. Weil das Szenario wurde leicht angepasst seitdem. Deswegen mache ich das hier gerade ein wenig manuell. Das klingt zwar merkwürdig, aber was, wenn es uns gelingt, hier anzugreifen und dann vielleicht einen Schlag auf das Hauptquartier zu setzen? Wohl eher nicht. Angriffe sind ein bisschen unglücklich gelaufen. Ja, dann sehen wir eher zu, dass wir hier unsere Defensivlinie aufbauen. Gut, er kann leider nicht auf das Feld, was ich mir jetzt angestellt hätte. Der hat auch nur ein 3-1. Ja, das lohnt nicht, da irgendwie weiterzumachen. Ja gut, du wirst schon mal verstärkt. Du musst hier erstmal ran, dass ihr das alles hoffentlich möglichst lange hält. Du kommst da auch nicht so recht raus. Naja, gut. Halt einfach noch einen Moment durch. So, hier wird diese Garnison angegangen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass sie das schon hält, aber wir können uns zum Beispiel das Chor holen. Lässt er mal irgendwie zur Seite. Passt in Sevastopol auf. Du bist hier erstmal auch in Sicherheit. Hier unten immer noch keine sowjetischen Einheiten. Ich glaube, ich hatte das schon letztes Mal geguckt. Und ihr versucht hier auch erstmal einfach nur rauszukommen.
eine Kontrollzone über die Gegend zu haben. So, wir sind vor Moskau. Könnten die Armee da halt einfach mal abschneiden? Wir werden zwar das Korps zusammenschlagen, wenn ich es da unten hin. Aber trotzdem wird die Armee durch die ganze Aktion drastisch geschwächt sein. Vielleicht kriegen wir sie ja. Wie sie dann überlegen, dass da oben eine Armee steht, ist doch nur eine leise Verschwendung. Das ist auch gar nichts. Ich dachte jetzt eigentlich, das sei ein Ort oder sowas. Aber dann könnten zum Beispiel das Korps da rausschieben. Stattdessen eine Flak, die dann die ganze Moskauer Verteidigung beschützen wird, mitnehmen. So, das der steht auch nicht am Ort. Manchmal tendiere ich schon dazu, anzunehmen, wenn Einheiten irgendwie so an einer bestimmten Stelle stehen, zu glauben, da sei auch direkt ein Ort. Ist aber nun mal dann doch nicht immer so. Wenn wir hier hingehen, werden wir vielleicht gesehen. Sehen, aber ich glaube, da steht das HQ noch sicher genug. Beziehungsweise da kann es. Warte, 8, 7. Nee. Will gar nicht die tolle Versorgung ausgeben. Also vielleicht stehen wir dort auch schon ganz gut. Mal sehen, wie auf diesen kleinen Kesselversuch reagiert wird. Ja, ansonsten, ihr bleibt hier alles schön in Moskau stehen. Und hier unten müssen ganze Schwungeinheiten verstärkt werden. Natürlich mal mit dem Panzerzug. Naja, er hat immer ein bisschen Erfahrung gekriegt. So, ich bin so ein loser Überlegen. Die Deutschen sind hier, glaube ich, nicht so furchtbar viel bei Wjasma. Und ich selber hier hinter irgendwie ein Kesselmanöver hinkriegt. Andererseits, wir müssen erstmal deren Angriff abwehren. In der Hinrunde ist ja sogar noch Moskau irgendwann gefallen. Das muss ich jetzt nicht wiederholen. Dann eigentlich alles verstärken und. Wir kriegen noch Einheiten. Das Schiff brauchen wir jetzt nicht so dringend. Ja, das Kurs auch festgelegt. Ah, der hat jetzt. Ich sehe gerade, der hat schon die neuen Waffen. Das. Okay, es sind bisher zwei Kurs, die es zu früh haben. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Kriegen noch einen Fallschirmjäger, der das auch schon hat. Gut, dann haben wir quasi drei Einheiten zu viel. Mit schon starken Upgrades. Auf die ganze Masse geht das eigentlich noch. Du. Mal dann Upgrade. Also einerseits möchte ich die hier alle verstärken, andererseits müssen wir auch. Ah ne, warte, wir sind ja an unserem quasi simulierten Forschungslimit sowieso bei der Sowjetunion. Ja, diplomatisch. Eigentlich für die Sowjets. Irgendwann zusammen mit den Westalliierten können wir dann sicherlich mal was Schönes machen. Aber sonst kaufen die auch erstmal zurück. So. Die alle hier müssen natürlich demnächst auch nochmal irgendwann verstärkt werden. Du kannst jetzt schon rüber. Vielleicht auch mal noch etwas nach hinten. Aber ich glaube, ein Zug, zwei haben wir noch, bevor es hier wirklich so ernst wird, dringend verstärkt werden müssen. Dann haben wir schon mal ein paar neue Einheiten. Da, das sieht soweit in Ordnung aus. Ja, und mal sehen, wie viel hier noch durchkommen. Also, die werden wahrscheinlich sich dann einfach im nächsten Zug den Ort nehmen, dicht machen und dann gehen die alle drauf. Das ist die Kurzfassung. Ja, ansonsten können wir es, glaube ich, so stehen lassen. Die Westalliierten konsolidieren sich erstmal noch ein bisschen, ziehen ein paar Schiffe zusammen. Und die Sowjets werden erstmal verteidigen und vor allem zusehen, dass Moskau hält. Ich glaube, damit können wir den Zug beenden.
So, die sind, ja gut, der Ägyptenkonvoi geht ja nicht durchs Mittelmeer oder so, dann ist es allzu verständlich, dass sie da sind. Sehr gut, britische Industrie, iranische Erdkampfwaffen, immerhin ganz nette Sachen. Und dann würde ich an dieser Stelle erst wieder sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, guckt auch bei Dude Mitman rein und dann bis zur nächsten Folge. Bis denn.